So, dann Start 2 für Thomas. Robert. Dima. Uwe. Und der Mann. So, 5 Minuten für euch. In der Gruppe 5. 1, 2, 4, 3. Ja, erste Runde sah es mal gut aus, schauen wir gleich mal auf die Zeiten, was das hier so bringt. Oh, da kommt der Papi. Toll, toll, toll. So, nach der ersten Runde haben wir den Robert auf der 1 mit einer 20-0, Thomas auf der 2 mit einer 20-7. Ja, Dietmar jetzt auf der 3 mit einer 22, Uwe auf der 4, 23,9 und Stefan 23,5 auf der 5. Und wir haben noch 4 Minuten. Neueste 9 von Roma, neue schnellste Zeit. Thomas Stein hinter mit einer 20-1 jetzt. Ritter auf der 3, Stefan auf der 4 jetzt und Uwe auf der 5. 3,5 Minuten haben wir noch. Dann auf Zeit abmessen hier Thomas ungefähr 2,5 Sekunden hinter Robert. Schaut er das euch in Ruhe lasst. Wir fahren hier Qualifying, sehr sauber. Dankeschön. Da war das der Uwe, jo, Uwe hat schön Platz gemacht. Robert, hier mit, da war menschlich, hier ist das Thomas, jo. Also Robert und Thomas hier, die ersten beiden auch auf der Strecke zusammen, ja, lasst euch in Ruhe. Ich weiß, Thomas könnte da wenig ausrichten in der Kurve. Aber eigentlich euch da. Beide jetzt mit 21-0. Robert immer noch in Führung vor Thomas, Sitze, Uwe und Stefan. Schnellste Runde von Robert 19,8. Hat jetzt seinen Vorsprung hier auf dem Zeittableau etwas ausgebaut, ungefähr eine Sekunde. Ritze hat jetzt aktuell den Führer hinter sich. Da mal bei Gelegenheit Weltpass Platz machen. Ja, wunderbar. Ja, da geht's hinter mir Thomas auf der 2 momentan. Und wir haben durchschlüpfen lassen und den ranhängen. Ritze nutzt den Schuh. Auf der Strecke und auch hier auf dem Zeitenverlauf. Thomas aktuell etwas schneller. Ja, 4 Sekunden schneller in etwa in der letzten Runde als Robert. Stefan hat jetzt hier gleich die beiden Führenden hinter sich. Ja, unglücklich, aber sind aber da. Alle gut. Ja, Robert und Thomas. Um 1 und 2. Und wir haben noch 30 Sekunden. 30 Sekunden bis zur Überzeit. Ritze immer noch auf der 3, Uwe auf der 4, Stefan jetzt wieder auf der 5. Ja, sehr schön, gut gemacht, da. Ja. Hat der Uwe gut gesehen. Ja. Leichter Fehler, sehr schwer von Thomas. Auch da konnte Uwe wenig ausrichten, aber alles gut gegangen. Hier die 1 zu 8er sind ein bisschen robuster.
passiert nichts. Letzten Sekunden laufen. Überzeit beginnt jetzt. Ja, alle hier nochmal über die Linie. Grüße und Stefan Zehnersdorf, damit ist der Rauf beendet. Fahrzeuge abstellen. Gewonnen hat Robert Ford, Thomas, Fritze Uwe und Stefan. Schnellste Runde von Robert 19.8. So, dann haben wir die Gruppe 6. Armin Schütz vertreibt mich gleich wieder von meinem Platz. Na toll. Norbert Bleicher, Alexander Timm, Kai Obel, sogar richtig geschrieben jetzt, Kai. Thomas Kaufmann und